Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play The Long Dark auf dem Schwierigkeitsgrad Interloper mit Red Light am Mikro. So, bei mir herrscht ein bisschen Chaos, technisches Chaos. Ich habe nämlich Schwierigkeiten mit dem Rendern, augenblicklich. Aber das soll uns mal nicht davon abhalten, dass wir uns jetzt erstmal so ein bisschen aufwärmen und dann mal versuchen, so aktiv so ein bisschen Wölfchen zu jagen. Das wäre so mein Plan. Aber ich muss trotzdem erstmal gucken. Ich kann es ja nicht vom Zaun brechen. So. Also ihr habt jetzt einiges verpasst, weil ich halt dummerweise auch eben technische Schwierigkeiten hatte. Aber so ist das nun mal mit dem Kram. Ich sehe das heute ganz gelassen. So, ich habe noch 3 Pfeile. Mir geht nämlich auch so ein bisschen im Pfeil ab. Ich werde mich jetzt nochmal richtig satt essen. Mit dem Buch ist das jetzt so eine Sache. Es ist mir jetzt im Augenblick bei dem, was ich vorhabe, so ein bisschen im Weg, muss ich ehrlich sagen. Wir werden uns jetzt nochmal richtig satt essen. Ich möchte bloß gucken, ob ich Brandbeschleuniger und sowas dabei habe. Genau, 2 Kohlen. Ich habe kein Holz, sehe ich gerade. Und das ist schlecht. Denn ohne Holz geht man nicht außer Haus. Ihr wisst ja, wie das ist. Was machen wir denn da? Wir laufen rum wie so ein scheißeter Hund. 2 Stunden, ey. Boah, das ist schon heftig. Aber ohne Holz, ey, brauche ich gar nicht losgehen. Das ist nicht klug. Ich könnte jetzt Stöcke mitnehmen. Das wäre noch eine Alternative. Müssen wir mal gucken. 26. Ja, das ist jetzt nicht so meine erste Wahl. Okay. Ich muss aber noch mal reingehen und das drinnen essen, damit ich halt trotzdem ein bisschen Wärme noch aufnehme. Ne? So, das essen wir. Ich habe eine Menge davon, übrigens. Also essen habe ich momentan überhaupt keine Schwierigkeiten. Hier. Aber ich habe Schwierigkeiten mit dem Rendern. Und ich bin auch nicht dahinter gekommen, was es ist. Ich habe nämlich Bandicam installiert. Hab damit eine Testaufnahme gemacht. Ultra flüssig. Wirklich ultra flüssig. 60 Frames und ja, ich habe eine leicht overgeglockte Maschine, die zwar schon ein bisschen älter ist, aber eben, der habe ich richtig Feuer unterm Arsch gemacht. Und jetzt noch mit der 1060, die zwar auch jetzt nicht unbedingt High-End ist, aber die ist auch ein bisschen overgeglockt. Also der macht schon was weg, der Rechner. So ist das nicht. Ich bin jetzt nicht so, dass ich sagen könnte, ach du dickes Ei, ja. Ach du dickes Ei. Da hinten sind 3 Wölfe. Die könnten wir alle der Reihe nach so erledigen. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir, wenn wir einen erledigen. War ich hier schon? Kann ich gar nicht so sagen. Das sind 4 Wölfe. Vielleicht sind es sogar 5. 1, 2, 3, 4. Ne, 4. Nur 4. Nur. Alle umlegen. Ey, guck mal, was hier liegt. Ist ja krass. Ist ja total krass. Da fliegt mir doch das Blech weg. So, hier ist Holz. Da habe ich mich noch beklagt und hier ist Holz. Ordentlich Holz. Es ist kalt. Es ist kalt. Und da ist der Wolf. Da ist der Wolf. Komm, schwing mal ein bisschen die Hufe. Minion. Hier habe ich ordentlich Hirsche gejagt. Das sind ein paar zu viele von der Sorte. Und von meiner Hirschjagd liegen jetzt hier diese ganzen Feuer umeinander. Und ein Hirsch ist sozusagen wie bekloppt hier hinten diesen Berg hochgerannt. Und den gilt es jetzt eigentlich zu finden, weil der hat noch einen Pfeil von mir im Popo. Ich muss mal mein Mikro hier ein bisschen auf die Seite schieben. So, so Leute, jetzt kommt es auch ein bisschen drauf an, wenn nämlich diese Aufnahme wieder scheitern sollte. Ich sehe nämlich gerade, ja. Dann habe ich ein ernsthaftes Problem. Das ist doch ein Auto, ne? Ah, das schaffe ich nicht mehr. Das muss ich verschieben jetzt mit dem Auto. Es tut mir leid. Aber ich muss mich schicken. So. Naja, also wenn das jetzt wieder nicht hinhaut mit der Aufnahme, dann habe ich ein ernsthaftes Problem. So wie steht fest. Aber so richtig nehme ich mit Absicht so ein bisschen auf. Weil ich habe festgestellt, dass ich keine habe. Ja,
Also wenn das nicht klappen sollte, dann hat Red-Led ein tierisches Problem. Ich habe so merkwürdige Artefakte nach dem Rendern. Aber richtig heftig, also nicht nur ein bisschen, ne, sondern richtig heftig. Und das hatte ich vorher gar nicht. Und seitdem ich dieses Bandicam mal aufgespielt habe, so testhalber, kriege ich es nicht mehr weg. Ich habe das Brecheisen nicht mit. Das liegt dort vorne in der Anglerhütte. Glaube ich. So. Jetzt gilt es irgendwie hochzukommen. Mich würde mal interessieren, ob es hier noch einen alternativen Weg gibt. Deswegen mache ich das auch so ein bisschen mit ihm. Auch wenn er schon wieder ein bisschen jammert. Ich glaube aber, wir kommen ja nicht hoch. Aber vielleicht ja doch. Nee, das geht nicht. Okay. Es hätte ja sein können, dass das geht. Ich werde es trotzdem versuchen. Nee. Kommen wir nicht hoch. Hier kommen wir hoch. Wir müssen hier hoch. Weil der Hirsch ist wie. Hier liegt er. Das ist mein toter Hirsch. Der ist nämlich wie bekloppt hier hochgerannt. Und hatte meinen Pfeil im Bobo. Und da liegt mein Pfeil. Ich habe meinen Pfeil wieder. Ich habe meinen Pfeil. Ist das geil? So ein Pfeil ist geil. Außer man hat ihn im Bobo. Dann ist er nicht so geil. Allerdings, manche Leute schwören da drauf. So, was machen wir jetzt mit dem Wackelhains? Machen wir hier ein schickes Schniekefeuer. Am Hang. Das geht ja gar nicht. Wieso kann. Das ist schlecht. Schau mal, das geht überhaupt nicht. Ich mach's nochmal. Keine Chance, hier kann man kein Feuer machen. Das heißt, wir müssen uns hier schleunigst verpissen, und zwar im Laufschritt. Ich versuche mich mal so ein ganz kleines bisschen zu schicken. So, und wie wir wissen, ist Papa Bär hier unterwegs. Den kann ich natürlich jetzt keinen Pfeil im Bobo schießen. Oh Mann, ich bin blöd. Ich hätte da oben bleiben können. Wir müssen erstmal wieder gehen. Hier ist wärmer. Ich mache auch mit Absicht so ein bisschen Laufschritt. Dass wir uns eben erwehren. So, Pfeil im Bobo. Hast du nicht gesehen? Ich habe meinen Pfeil wieder. Ist das geil? So ein Pfeil ist geil. In irgendeiner Hütte ist noch ein Werkzeug. Habe ich nämlich zurückgelassen. Aber ich muss jetzt erstmal so ein bisschen eine Stunde schlafen. Um auch so ein ganz kleines bisschen an Zustand zu gewinnen, Wärme zu gewinnen. Ihr wisst ja, wie das ist. Wie ich das immer mache. Ich bin so richtig glücklich, weil ich meinen Pfeil wieder habe. So, mit den 5 Stunden, wenn ich jetzt selbst ins Bergwerk gehe, schaffe ich es nicht mehr, noch einen Pfeil zu fertigen. Ich habe zwar das Gelumpe dabei. Und ich habe ein Anglerheft dabei. Was richtig geil ist. Lasst uns doch mal hier gucken. Eisfischen. Es lohnt sich fast nicht, das zu lesen. Wir würden 5 Stunden brauchen, ne? Das Einzige, was wir machen könnten, ist eine Angelsession. Ah, ich hätte ihn so auseinandernehmen können. Ich habe jetzt nicht überlegt, das tut mir so leid. So, 5-mal Holz. Kohle habe ich dort noch liegen. Aber Holz wäre mir ehrlich gesagt lieber. Was kostet denn der Tisch? 1 Stunde 57. 1 Stunde hast du nicht gesehen. Ich meine, noch eine Angelsession wäre auch nicht schlecht. So, das machen wir doch glatt. Ich bin schon wieder fertig mit den Einkäufen. Und so einigermaßen ausgeruht sind wir auch. Scheiße, was ist hier los? Ich habe meinen Pfeil wieder. Das ist so cool. Ich habe meinen Pfeil wieder. Ja, dieser Pfeil, echt, der ist heilig, dieser Pfeil.
Na, die Sache war die, ich war hier hinten an dieser Fischerhütte. Das ist so meine Spezialfischerhütte. Die ist so mittig auf dem Eis, da kann man in allen Richtungen so ein bisschen laufen. Ganz genau. Und dann war ich ganz schrecklich müde, er sagt es schon, und habe mich dort zur Ruhe gebettet und habe gedacht, da angelst du noch ein bisschen bei einem gemütlichen Feuer. Und dann sehe ich den Hirsch, so wie den da jetzt. Und dann denke ich mir, hey, das wäre eigentlich cool, den im Pfeil im Bobo zu schießen. Dann habe ich mich aufgemacht und habe das natürlich gemacht. Habe ihn im Pfeil im Bobo geschossen, aber so richtig. Der Pfeil ging aber mehr oder weniger in den Hals. Und dann ist er losgerannt wie ein Bekloppter auf den Hügel zu. Und bevor ich mich schlafen legen konnte und ihn totschlafen konnte, ist er eben den Hügel hochgerannt wie bekloppt. Und dann war es schon zu spät. Dann kam Nebel und dann war es vorbei. Und dann ist er natürlich da oben gleich gestorben, weil er stark verwundet war. Wenn er nur ein bisschen verwundet ist, ist das nicht so schlimm. Dann kommt er wieder zurück. So wie hier. Und geht sein Tagwerk nach. Und da macht man das so. Oh, das war eigentlich ein guter Schuss. Na gut, im Oberschenkel stirbt er jetzt nicht, aber an sich war das ein guter Schuss. Na, ich bin ja gar nicht mal der Schlechteste. Ich bin nicht der Schlechteste, was das angeht. Ich töte alles, was mir vor die Flinte gelauft ist. Start a fire. Start a fire, start a fire. Wir könnten den auch liegen lassen und morgen grillen. Aber ich brauche jetzt ein Erfolgserlebnis, weil ich eben diesen anderen Hirsch, der mit dem Pfeil im Popo, weil ich da kein Feuer machen konnte. Und deswegen haue ich jetzt den in die Pfanne. Und wenn mein Video wieder nicht rendert, ich wäre so sauer. Ich habe jetzt schon 5 Folgen in den Ausguss gießen müssen, weil das Material kaputt war. Und ich weiß immer noch nicht, was es genau ist. Nach dem Video weiß ich es aber. Aber ganz sicher. Oh, wir müssen so ein bisschen aufpassen. Wir haben jetzt noch minus 2 Grad. So. Ich leg das mal ein Stück weiter hervor. Was? Nichts zu trinken? Das kannst du deiner Großmutter erzählen. Hinter dir steht literweise Wasser. So. Was ist denn da zur Hölle so schwer? Wir sind doch einigermaßen warm, ne? Bei 6 Grad. Hast du nicht gesehen. So. Jetzt sind wir noch ein bisschen wärmer. Das ist der Fisch, den ich hier liegen gelassen habe. Den sollten wir dann bei Gelegenheit auch mal essen. Oh, das ist sogar noch in Silberlachs, ne? Der ist richtig gut. Dann nehme ich mal den. Das ist da oben auch noch ein Silberlachs. Zum Teufel. Das sind zweimal Silberlachse. Ablegen. Wer soll denn das alles essen? Ich kann das ja gar nicht alles essen. Wo ist denn jetzt der Hirsch da? Jetzt machen wir das so. Da ist ein Wölfchen. Das ist schlecht. Wölfchen, ausgerechnet da hinten. Oh Mann. Na. Das mache ich hier knallhart, weil das nämlich geht. I might have to drop some gear. So, jetzt muss ich auch mal gucken, wo der Wolf ist. Mit ein bisschen Schwein brauche ich hier nämlich kein Feuer. Aber ihr merkt schon, ne? So ein kleines Stückchen hier und da brauchst du schon wieder ein Feuer. Das ist echt irre, total irre, wenn du mich fragst. Jetzt müsste man wieder so ein bisschen Wärme gewinnen. Mit einer Kohle wäre man natürlich besser dran, ne? Ich gehe mal gucken, ob wir noch sowas besitzen. Hier hätten wir noch eine Kohle. Ich hätte auch welche im Inventar. Guck, hier, schau, fett die Kohle. Naja, andererseits... Ach komm hier, hau rein, ich hol nochmal neu aus dem Bergwerk, was soll's.
Ich bin ja extra nach Kostalhaibe gekommen, um meinen Kochskill hochzupushen, ne? Und jetzt tue ich mich abwechselnd hier so ein bisschen aufwärmen, schmeiß das Fleisch vor die Türe und plündere den Hirsch aus. Und dann müssten wir eigentlich vom Skill so langsam in Bereiche kommen, wo ich sage, ja, da ist der Wolf, dieser scheiß Wolf. Jetzt kühlen wir natürlich immer schneller aus. Eins geht noch. So, wo ist der Wolf? Da haben wir nochmal 3 Kilo rausschneiden können. Ich finde das so cool. So, Tür zu. Man sitzt wie auf dem Luftballon. Something's gotta go. Garen, garen, garen. Also so abwechselnd hier, ne? Finde ich echt cool, wie das klappt. Also mittlerweile hier an der Küstenstraße komme ich ziemlich gut zurecht. Ich könnte hier, denke ich mal, wenn mich nicht gerade ein Wolf zerreißt oder sowas, dann könnte ich in eine halbe Ewigkeit leben. Dann die Tür nochmal aufgerissen. Und hier wieder so einen Haufen gemacht. Wo ist denn jetzt der Wolf? Der ist weg, ne? Komisch. Der wird jetzt vor unserer Haustüre sitzen und auf uns warten, glaube ich. 65% gefroren. Das dauert aber immer noch 8 Minuten. Jetzt wird schon kälter, ne? Minus 15. Ja, es wird schon kritisch. So, 0,19 noch drin. Also der Kadaver zerlegen Skill ist mir jetzt gar nicht so wichtig. Für mich ist jetzt eigentlich hier das Kochen wichtig. Ja, es ist kalt. Es ist kalt, mein Junge. Und ich komme schon wieder so ein bisschen in den nächsten Tag rein, was ich eigentlich tunlichst vermeiden wollte. Aber naja, was willst du machen? So, jetzt machen wir Folgendes. Jetzt hauen wir den Typ irgendwas runter, dass er mal was isst und trinkt und hast du nicht gesehen. Ich könnte natürlich auch den Fisch essen, aber ist ja wurscht. Wir haben so viel Zeug. Ich weiß gar nicht, wohin damit. Ich habe ja eine Tonne Essen. Ja, hätte ich gern. Das sieht doch richtig gut aus. Nee, schlafen tun wir jetzt gar nicht. Wir könnten noch ein bisschen Wasser abkochen. Ich könnte aber auch mal gucken, mit ein bisschen Glück, kann ich ja noch einen Darm rausschneiden. Da ist der Wolf. Der blöde, blöde Wolf. 12 Minuten, na das geht aber schon. Selbst bei minus 17 Grad geht das. Da können wir den anderen auch noch schaffen. So. Leg das mal ab, du Wackelheinz. Du aller Bauer. So. Da machen wir uns 1 Liter Wasser, dann werden wir wieder warm. Und beim nächsten Mal, wenn wir hier da vorbeikommen, mit dem zweiten Darm, dann kochen wir nicht zu Ende. 12 Minuten. Wenn ich jetzt was anderes nehme, dauert es natürlich länger, ne? Ist klar. Ja, es wird kalt. Bei minus 19 Grad so einen Darm rausschneiden ist nicht ohne. Das ist nicht ohne. Hier liegt doch schon ein Darm. Dann schmeißt er den auch noch drauf. Er möchte jetzt gerne ein Nickerchen machen, ne? Das ist ein bisschen blöde. Das ist ein bisschen blöde, ein bisschen sehr blöde sogar. Ich werde ihn trotzdem ein Stündchen hierher legen. Weil ich es kann. Weil ich es mir leisten kann. Das ist übrigens das Einzige, was ich mir leisten kann. Im Gegensatz zu anderen Leuten.
die den ganzen Tag vom Computer sitzen. Oh, scheiße. Scheiße, was war das denn? Wir haben immer noch 50 Minuten. Das finde ich sehr geil. Dann schmilzt du mal noch einen Liter Wasser. Ich habe meinen Pfeil wieder und das ist für mich das Wichtigste. Auf den Hirsch da oben ist gepfiffen, ja. Aber die Pfeile, die machen einfach irre viel Arbeit. Und Planung, also gerade auf Interlooper, ist das ein echtes Problem. Oh, da ist ja noch ein Liter. Den habe ich ja ganz vergessen. Und da wir jetzt ein Stündchen geschlafen haben, sind wir auch nicht ganz so fertig. Das finde ich sehr gut. So, sehr, sehr gut. Was macht der Wolf? Ich sehe ihn. Der ist mir gerade sowas von egal. Ich werde auch das Essen weitgehend hier lassen. So, jetzt kommt es darauf an, wollen wir hier bleiben und noch irgendwie angeln? Ja, wollte ich ja eigentlich. Ich wollte ja eigentlich hier den Angelskill auf Level 3 bringen. Es wäre dumm, das jetzt nicht zu tun. So, das brennt jetzt noch 3 Stunden. Dann mach doch mal bitte das Eis frei. Genau dafür habe ich nämlich das Brecheisen hergeschleppt. Im Schweiße meines Angesichts an den Wölfen vorbei. Ja, ja, ja. So, ablegen. Das nutzt sich gar nicht mal so krass ab, finde ich. Das brennt jetzt noch 3 Stunden, hast du nicht gesehen. Stock. Dann tu doch mal bitte 3 Stunden angeln. Können wir das überhaupt? Nee, können wir nicht. Wir sollten dringend noch mal einen Schluck aus der Pulle nehmen. Und ich werde auch das Fleisch ablegen. Das kann ja keiner essen. So, 3 Stunden 35. Dann angel doch mal für mich 3 Stunden. Ja, das ist gut, das ist sehr gut. Noch einen, komm. Einer geht noch. Ein Silberlachs, so einen fetten Silberlachs. Komm schon. Ja. Eisfischen 3. Ja, das glaube ich dir. Aber wir haben Eisfischen Level 3. Das will schon was heißen. Hier. Hast du nicht gesehen? Das Problem, was wir jetzt so ein bisschen haben. Ihr ahnt es schon. Ja. Nebel. Nebel ist nix gut. Uns geht nämlich der Brennstoff aus. Ich würde sagen, wir machen jetzt ein Nickerchen, wenn wir es gegessen haben. Haben wir uns so ein bisschen aufs Ohr. Den komischen Fisch, den essen wir gleich. Der bringt sowieso nichts. So. Unser Feuer brennt noch 3 Stunden. Dann schläfst du mal 2. Mit ein bisschen Schwein verschwindet der Nebel. Das ist sehr gefährlich im Augenblick. Noch 1 Stunde schlafen. Da gehe ich nicht raus. Ich habe Angst im Dunkeln. Und im Nebel natürlich. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, Mann, oh Mann. Dum, 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 dum. Ja, das ist schon besser. Ja, das ist besser. Wir sind fertig mit den Einkäufen. Ich mache aber nochmal 1 Liter Wasser. Und den bunkere ich dann hier einfach, weil wir werden immer wieder hin und her gehen. Wir müssen nämlich dringend nochmal zum Bergwerk nochmal Kohle holen und nochmal Pfeile machen. So, und von dem Wasser, nee, ich glaube das nimmt, oh, wir müssen weg. Wir müssen hier weg. Und zwar ziemlich schnell. Machen wir jetzt so, und wenn mir der Wolf in die Quere kommt, dann wird er erschossen. Ich sollte ihn eigentlich erschießen, weil er mir dort tierisch im Weg ist.
Fackelstock habe ich jetzt ganz bewusst nicht mitgenommen. Und ich finde es gut, dass wir nochmal geschlafen haben. Was ist denn das dort? Habe ich da ein Feuer gemacht oder was? Kann sein, ne? Ja, was macht denn der Wolf jetzt da? Der olle Vogel. Na klar, habe ich da ein Feuer gemacht. Hab das schon wieder vergessen. Total verschwitzt. Ich würde dem Wolf zu gern einen Pfeil im Bobo schießen. Und ihn gleich noch mit auf den Grill hauen. Hier kommt nämlich ein Schneesturm. So ganz, ganz gemächlich kündigt er sich schon so ein bisschen an. Ach, jammer doch nicht schon wieder. So. Da ist ein Häschen. Aber das brauchen wir momentan so gar nicht. Aber so überhaupt nicht. Ich glaube, hier kann man auch hochgehen. Aber ich glaube, das geht nicht. Das Glauben heißt nicht wissen, ne? Aber es ist so. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So. Da brennt unser Feuer. Ja doch, heul doch nicht ständig rum, Mann. Oller Vogel. So. Wir haben so viel Fleisch. Ich habe so viel Fleisch auf Interlooper. Das ist total krass. Ich finde es total krass momentan. Ich esse das. Ich hätte natürlich auch ein altes essen können, aber das ist momentan egal. So. Das hat sehr gut geklappt an der Stelle. Wir haben allerdings noch 10 Stunden Tageslicht, die ich irgendwie rumbringen muss, ne? Das ist ein Problem. Ich würde mal sagen, ein Stündchen schlafen wir hier. Wir haben eine Menge Zeit draußen verbracht. Und jetzt denke ich auch mal, dass es hier mit dem Skill, gerade was das Eisfischen angeht, ziemlich langsam vorwärts geht. 5% Chance auf reißender Schnur, 10% Angelzeit verringert, das ist sehr gut. Und ansonsten gibt es nichts, keinen Vorteil im Augenblick. Feuer machen 4, das ist sehr gut. Und mit dem Kochen, das will ich so schnell wie möglich auf 5 haben. Und dann gehe ich zurück nach Desolation Point, wenn das auf 5 ist. Aber da, bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Ein sehr, sehr weiter Weg. Aber wir müssen unbedingt ein Päuschen machen. Was ich jetzt noch mache, ich hau das hier auseinander, weil ich es kann. Nehme einen Schluck aus der Pulle. So, wir haben wieder 6-mal Holz, müssen aber hier unbedingt, das ist sehr wichtig, das nachschärfen. Und ich stelle mit Entsetzen fest, dass ich hier keinen Schleifstein weiter habe. Also hier jetzt. Der Schleifstein ist vorne im Haus des Menschenfeindes. So, das ist schon mal sehr gut. Ja, das Buch müsste ich eigentlich lesen, aber im Augenblick ist es mir so ein bisschen im Weg. Also weggepackt, das Ding. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal ein Päuschen, weil weißt du, wie viel ich schon wieder aufgenommen habe. In der nächsten Folge werden wir nochmal zum Bergwerk gehen und werden ganz gezielt Wölfe jagen. Um vielleicht 1, 2 so Pelze noch abstauben zu können. Der Pfeil hier ist sowieso kaputt. Der ist völlig fertig. Mit dem Pfeil können wir eigentlich gar nichts mehr machen. Ich frage mich, ob der Pfeil überhaupt noch einen Schaden anrichten kann. Wenn er schon rot ist, also hier richtig rot, ne? Ob das noch irgendwie Sinn macht. Den abzuschießen. Also würde ich sagen, gehen wir zum Bergwerk und machen hier 2 neue. Mit ein bisschen Glück. Vielleicht sollten wir, hier haben wir noch einen Pfeilschaft, den nehme ich mit. Mit ein bisschen Glück können wir 3 machen. Und dann sind wir eigentlich relativ gut ausgestattet, um so richtig auf Wolfsjagd hier zu gehen. Der Ahornschößling ist auch fertig und hier ist auch noch einer. Ja,
Also von daher mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Ich würde sagen, wir machen erstmal ein Päuschen. Ich gehe nochmal raus und wieder rein, um einen Safe Point zu haben. Und in der nächsten Folge werde ich mir dann wirklich aktiv vornehmen, den Wölfen in Popo zu kneifen. Wirklich so aktiv, ziemlich aggressiv auf die zuzugehen. Wenn ihr da live dabei sein wollt, dann schaltet wieder ein. Auf dieser Welle. Tschüss.